Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft schnell und einfach. In dieser Folge werde ich euch zeigen, wie man in Minecraft schnell und einfach ein cooles Lagersystem bauen kann, was ziemlich viel Platz bietet und ziemlich einfach, wie gesagt, zu bauen ist, dementsprechend sehr survival-freundlich. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Ihr seht hier jetzt einmal die Materialliste, was ihr braucht. Wir brauchen insgesamt 144 Kisten, das bedeutet, wir haben Platz für knapp 500.000 Items pro Modul quasi. Hier im Hintergrund seht ihr gerade zwei Module, die habe ich hier so über Eck gebaut quasi, und das Coole an diesem Design ist eben, dass ihr halt mehrere Module benutzen könnt. Das bedeutet, ihr könnt eins benutzen für den Anfang und dann später einfach erweitern und theoretisch auch unendlich viele davon nebeneinander platzieren, je nachdem wie viel Platz ihr dann braucht in eurem Lager. Und hier seht ihr jetzt einmal ein Modul quasi, und dann habe ich hier links und rechts jeweils nochmal eins daneben gebaut. Mit drei Modulen hat man nämlich insgesamt schon mal Platz für 23.328 Stacks Cobblestone. Und das sind ungefähr 1,5 Millionen Items. Dementsprechend sollte das eigentlich für eine Survival-Welt reichen. So, wir fangen jetzt an mit dem Bauen. Und das Erste, was wir machen, ist erstmal eine Säule Holzstämme. Und zwar ist sie insgesamt 6 Blöcke hoch, wobei wir dabei einen in den Boden hineingehen und dann da oben drauf nochmal 5 Blöcke setzen. Denn das Lager wird ein bisschen nach links und rechts und auch nach hinten ein bisschen tiefer gehen, damit wir halt einen cooleren Effekt quasi haben. Dementsprechend müssen wir auch einen in die Erde hineinbauen. Und dann lassen wir nochmal 5 Blöcke frei und machen dann das gleiche nochmal. Theoretisch könnt ihr das auch größer machen, aber wie gesagt, in diesem Design ist es jetzt halt so. Danach lassen wir nochmal 2 Blöcke frei und machen dann auch nochmal diese Säulen. Und auf der Hinterseite quasi kommt dann auch nochmal was hin. Wir platzieren dann in diesen Graben, den ich gebuddelt habe, quasi nochmal Halbsteine. Das sorgt dafür, dass wir auch an die unteren Kisten drankommen, die dann später in dem Design halt eben unten zu finden sind. Und dann machen wir hier nochmal so ein kleines Muster in den Fußboden. Das ist natürlich ganz euch überlassen, wie ihr den Fußboden designen möchtet. Oder auch insgesamt, ihr könnt natürlich auch andere Blöcke benutzen als ich jetzt hier. Aber ich finde halt, dass dieses Fichtenholz und das dunkle Eichenholz ziemlich gut zusammenpasst. Und dementsprechend baue ich damit sehr oft. Aber wie gesagt, ihr könnt auch einfach Steine nehmen oder anderes Holz oder diese neuen Nethersteine, die ja in der 1.16 rauskommen. Das ist natürlich ganz euch überlassen. Jetzt bauen wir hier mal ein Modul, und was hier immer ganz nice ist, ist eine Unterseite quasi mit Glowstone. Das sorgt nämlich zum einen dafür, dass das so ein bisschen Untergrundbeleuchtung hat, was ganz cool aussieht, und zum anderen haben wir halt einfach Licht, und Licht ist immer gut, gerade wenn man so ein Haus baut quasi, wo man halt kein Tageslicht hat, weil wir bauen hier ja keine Fenster. Das bedeutet, wir müssen irgendwo anders das Licht herkriegen, und da ist so eine Untergrundbeleuchtung immer ganz cool. Dann machen wir hier nochmal die Wand. Hier haben wir zuerst 2 Schichten dunkles Holz, dann 3 Schichten helleres Holz und dann wieder dunkles Holz. Ist aber wie gesagt auch euch überlassen. Dann mache ich hier so eine kleine, so eine Regalstufe quasi rein mit Glas und mit Halbstein. Denn sowohl Glas als auch Halbstein haben halt die Eigenschaft, dass man da unter Kisten noch aufmachen kann. Denn normalerweise, wenn man auf einer Kiste einen festen Block hat, kann man die ja nicht mehr aufmachen. Wenn allerdings Glas da drüber ist oder halt ein Halbstein, dann kann man sie immer noch aufmachen. Und das ist eben ganz cool, weil jetzt hat man nicht so diesen Effekt, dass man quasi so eine Schicht darüber weglassen muss, damit man halt die Kisten noch aufbekommt, sondern man kann direkt über den Kisten noch Blöcke haben und sie trotzdem noch aufmachen, und das ist eine ganz coole Sache. Und dasselbe Prinzip machen wir jetzt hier nochmal für die ganzen anderen Einheiten quasi. Also insgesamt ist es eigentlich immer derselbe Aufbau, nur halt in verschiedenen Größen. Also wie gesagt, das erste war ja insgesamt 5 Blöcke breit quasi, dann haben wir einmal dieses 2 Blöcke breite und dann haben wir hier am Ende nochmal das 3 Blöcke breite. Blockbreite, was auch immer. Wobei ihr das natürlich auch, wie gesagt, anpassen könnt. Ihr könnt das viel größer bauen oder ihr lasst es halt einfach komplett weg, dass ihr so Aufteilung habt und macht einfach eine ganze Wand voll mit Kisten. Ich finde es aber, es sieht ein bisschen besser aus, wenn man so eine kleine Aufteilung hat. Ist aber vielleicht auch Präferenzsache. Also wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr es natürlich lassen. Das gleiche machen wir jetzt nochmal hier auf der anderen Seite. Das habe ich allerdings ein bisschen schneller gemacht, weil es halt im Prinzip genau dasselbe ist. So, und wenn wir das fertig haben, dann können wir auch direkt zum nächsten Schritt gehen. Und zwar werden wir dann erstmal hier oben dieses Glas, da kann man ja durchgucken, noch ein bisschen abdunkeln. Das bedeutet, wir platzieren da drüber einfach Blöcke. Das hat immer noch einen ganz coolen Effekt, wenn man halt von unten dagegen guckt und dann sieht, dass es halt erstmal Glas ist und dahinter noch was kommt. Ihr könnt aber theoretisch auch direkt die Holzblöcke dahin machen, wenn ihr zum Beispiel nicht so viel Glas habt oder das halt lieber nicht dafür benutzen möchtet. Wobei ich finde, dass das eigentlich ganz cool aussieht. Als nächstes platzieren wir dann hier überall an die Halbsteine nochmal Itemframes dran. Die sind ziemlich einfach, damit können wir dann nämlich einfach das Item, was wir da einsortieren möchten, reinlegen, und da weiß man direkt, was in der Kiste darunter sein soll. Ihr könnt natürlich auch Schilder schreiben, aber ich finde halt dieses Visuelle, dass man direkt das Item sieht, ist halt viel einfacher, als dass man da irgendwie Schilder schreibt und dann erstmal lesen muss, was da drin steht, sondern man hat halt direkt auf einen Blick alles im Blick quasi und kann dann halt direkt einsortieren oder seine Sachen halt wiederfinden. Als nächstes machen wir dann hier nochmal eine Schichtblöcke und machen dann hier nochmal so ein paar Querbalken quasi. Sieht auch immer ganz cool aus und hat nochmal so ein bisschen extra Tiefe quasi.
Und ich sag ein bisschen auf quasi, glaube ich, aber ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir da nochmal das Dach hin, das ist alles mit Halbstein. Und wie gesagt, hier ist es dann halt ganz cool, dass man so eine verschiedene Ebenen hat, also dass diese dunklen Balken quasi ein bisschen tiefer sind, tiefer nach unten gehen als die anderen. Das ist immer ganz nice. Und dann machen wir da unter einfach nochmal Laternen, weil ich erstmal Laternen sehr gerne mag. Das sind, glaube ich, einige meiner Lieblingsblöcke auf jeden Fall. Und es sieht zudem halt noch ganz gut aus und Licht, wie gesagt, ist immer gut. Dann machen wir hier vorne nochmal so eine kleine Konstruktion mit Zäunen und Zauntoren hin. Da können wir nämlich nochmal ein Schild dran machen und das Ganze nochmal ein bisschen grober einsortieren quasi. Ich mache es nämlich meistens so, dass ich so ein Element quasi insgesamt benutze für zum Beispiel für Steine aus dem Bergbau. Da packe ich dann halt alles mögliche mit Steinen rein, Cobblestone, Andesit, Granit und so weiter und alles, was man daraus halt craften kann. Und da kann man nämlich dieses Modul insgesamt zum Beispiel mit einem Cobblestone einfach ausschildern und dann weiß man direkt, okay, da wo Cobblestone ist, da werden halt vor allem so Bergbausachen sein, Steinesachen oder sowas. Oder man könnte auch ein Setzling dahin machen, dann weiß man, da sind halt Pflanzen und so weiter. Das ist dann nochmal so eine kleine extra Sortiermaßnahme quasi. Und ich sag zwar ziemlich auf quasi, aber das habt ihr auch relativ gut überstanden, denn das Video ist jetzt schon fast zu Ende. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal gerne Hashtag Lager in die Kommentare. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze, wie man hier auch sieht, nochmal einfach erweitern. Da habe ich jetzt einfach nochmal hier angedeutet, wo dann halt die anderen Einheiten nochmal daneben wären. Und wie gesagt, drei Stück davon haben dann insgesamt ein Fassungsvolumen von fast 1,5 Millionen Items. Und das sollte halt im Survival auf jeden Fall erstmal reichen. Und wie gesagt, zur Not könnt ihr es halt nochmal ein bisschen erweitern oder einfach weiter nach hinten bauen. Mehr von diesen Lagereinheiten da reinbauen. Und was man natürlich auch noch machen kann, ist das Ganze noch ein bisschen weiter zu dekorieren. Das sieht dann auch immer ganz nett aus. Und hier seht ihr mal so ein Beispiel, wie man das Ganze dann halt sortieren kann, halt mit der Spitzhacke. Und dann weiß man, dahinter sind halt irgendwelche coolen Sachen, Cobblestone, dahinter sind halt irgendwelche Gesteinssachen und so weiter. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt. Wie gesagt, Hashtag Lager in die Kommentare. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.